Ich bin wieder am Arbeiten an unserem Garten. Wir wollen ja, wie gesagt, anbauen und habe schon mal im Garten angefangen. Letzte Woche haben wir ein paar Bäume gefällt und ein bisschen alles gerodet. Jetzt muss ich noch das Holz klein machen, weil das bekommt meine Mutter zum Verbrennen. Und ich zeige euch mal noch, was wir noch so im Garten alles vorhaben. Also als erstes mal müssen die Eichen noch gefällt werden. Das werde ich vielleicht Ende der Woche machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Bobcat habe ich schon hier. Da wird im Endeffekt das Holz damit runtergefahren. Da muss ich nicht im Schubkarren machen. Das Holz hier mache ich alles klein. Dort unten wird im Endeffekt eine Mauer gebaut. Eine Stützmauer, dass das alles gerade wird. Da an der Seite sind wir gerade dabei. Also dauert alles. Und das Nachbargrundstück ist auch noch komplett uns. Da müssen wir erstmal noch anfangen. Also es wird eine Zeit lang noch dauern.
von hier aus muss ich alles mit dem Schubkarren fahren, weil ich hier nicht rumkomme. Hier die Mauer ist im Weg. Dann hier rum. Und alles in den Hänger. Zum Glück haben wir hier in der Garage noch ein großes Tor. Früher war da eine Tür. So kann man hier durch und vorne noch ist noch ein großes Tor. Und dann sind wir schon auf der Straße. So, ich bin jetzt auch gleich fertig, noch der letzte Stamm und dann ist das Holz erstmal weg. Dann gucke ich, dass ich das mit dem Bagger alles noch ein bisschen gerade schiebe und dann geht es weiter. Erstmal noch ein paar Wurzeln ausgraben heute. Das letzte Teil. So, wie ihr sehen könnt, ist jetzt alles weg. Das, was hier noch liegt, ist nur noch Beton vom Zaun, den ich ausgegraben habe. Und jetzt schieben wir das alles mal gerade und dann geht's weiter.
ist auch mal weg. Noch viel, viel Arbeit. Am Anfang habe ich gar nicht gedacht, dass es so viel Holz wird, weil es hat eigentlich nicht so viel ausgesehen. Aber ich kann euch mal zeigen, also der Hänger ist voll. So, das ist jetzt fertig, das kann im Endeffekt gespalten werden und dann geht's ab zu meiner Mutter.